Es kommt die schlimmste Seuche der Menschheitsgeschichte. Wir werden alle untergehen. 20 Millionen Tote erwartet. Bill Ackman hat sich bei CNBC und bei CNN jeweils ins Studio gesetzt und hat lautstark gefordert, dass die US-Regierung einen kompletten Lockdown machen muss. Alle Handelsrouten gestoppt, alle Geschäfte zum Stillstand, alles stoppen, weil es kommt die schlimmste Seuche der Menschheitsgeschichte. Wir werden alle untergehen. 20 Millionen Tote erwartet. Erst im Nachhinein, Monate später, kam dann heraus, dass Bill Ackman gleichzeitig oder ein paar Tage davor eine der größten Short-Positionen im Gesamtmarkt eingegangen ist. Dann ist er ins Fernsehen reingegangen, hat gefordert, dass die Regierung alles zumacht, einen kompletten Lockdown. Was passiert? Die Kurse brechen natürlich massiv ein, wenn der Wirtschaftszyklus zum Erliegen kommt. Er hat seinen Short selbst promoted im Fernsehen und ist übrigens dafür auch nicht angegangen worden. Ja? Das ist ja ganz klare Marktmanipulation. Aber er hat halt gesagt, ja, das war meine Meinung. Gefährlicher Virus und wir müssen alles dicht machen, und er hat auf jeden Fall mehrere Milliarden verdient mit diesem Short.